Meine AG heißt Hunderoboter selbst bauen und programmieren. Der Kurs ist so konzipiert, dass die Mädchen sich ausprobieren wie eine Informatikerin und die bekommen dann eine Aufgabe und können auch so vorangehen, wie eine richtige Informatikerin vorgeht. Und sie dann ausprobieren, sie schreiben ein Programm und dann können sie die Ergebnisse gleich auf dem Roboter ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann können sie gleich das Fehler finden und wieder das Richtige machen. Im Roboterkurs erfahren Schülerinnen, dass Informatik doch viel einfacher ist und spannender, als man es sich vorstellt. Bei dem Java-Workshop lernen die Mädchen ein bisschen programmieren, zumindest einen Einblick in Java zu bekommen, eine ganz aktuelle Programmiersprache. Und das ganz spielerisch zu erfahren in Form eines kleinen Haustieres, das programmiert wird. Ein Grundkonstrukt wird vorgegeben und die Mädchen müssen dann überlegen, was passieren soll, wenn es hungrig ist oder wenn es mal muss oder wenn es müde ist und wie das dann aussehen soll und wie das kleine Tier reagiert. Die Ziele von Getit sind eigentlich, Schülerinnen insbesondere auf die Studiengänge Informatik und Elektrotechnik aufmerksam zu machen. Wir sind 6 Tutorinnen und wir haben viele Workshops für Getit konzipiert, wo die Mädchen in die jeweiligen Bereiche auch reinschnuppern können. Wir wollen besonders auch aufzeigen, die Vielfalt, mit der man Informatik und Elektrotechnik kombinieren kann, zum Beispiel Umweltschutz, Medizin oder sogar Medien. Okay, also wir haben Projektwoche und dann haben wir uns für dieses Projekt halt interessiert und eingeschrieben. Ja, uns wurde das auch so gezeigt, so andere Stop-Motion-Filme, weil wir haben ja das Thema, dass wir einen Stop-Motion-Film machen. Und dann haben wir alle Ideen gesammelt, sie dann an die Tafel geschrieben und dann zusammen zu einem Stück gemacht und aufgeschrieben und dann drehen wir halt alle Szenen. Jetzt gerade machen wir eine Szene, wo sie Sportunterricht haben, weil wir wollen den Schulalltag ein bisschen nachstellen. In meinem Workshop wird ein Stop-Motion-Film gemacht. Ich nehme mit den Schülerinnen verschiedene Bilder auf. Dann bearbeiten wir halt diese Bilder, schneiden wir die und dann setzen wir die zu einem Stop-Motion-Film zusammen. Und ja, es macht uns eigentlich ziemlich viel Spaß so. Ich mache einen Sensornetzwerke-Workshop und in dem lernen halt Mädchen mit Sensortechnik umzugehen. Die Mädchen kriegen dann noch so ein bisschen Hintergrundwissen mit so, was ist ein Sensornetzwerk, wie funktioniert ein Temperatursensor, warum funktioniert es, dass man mit Strom Temperatur misst und warum leuchten LEDs und wieso sind die so schön umweltfreundlich. Die Mädchen lernen halt ein Programm dafür zu schreiben, die MIF-Ampel, die den CO2-Wert sich anguckt und dann halt eine Warnung gibt. Von meinem Laptop gebe ich Signale und die werden zu der Basisstation da gefunkt. Und die funkt es wiederum zu dem Prozessor hier hin
Diese Kombination zum Beispiel heißt jetzt, dass wir genügend Sauerstoff in der Luft haben.